Willkommen zu einer weiteren Mühlhäuser Zeitreise mit Aufnahmen von Gerhard Krohn. Diesmal führt er uns in den Oktober des Jahres 1990. Viele Worte sind dazu eigentlich nicht nötig, denn die Bilder sprechen für sich. Die innerdeutsche Grenze war gerade 11 Monate offen, aber die sogenannten Westbahnen, die wir bisher nur aus dem Intershop oder dem Westfernsehen kannten, hatten den Ostdeutschen und damit auch den Mühlhäuser Markt schon voll im Griff. Auf der Strecke blieben unsere einheimischen Produkte und damit auch viele der alteingesessenen Geschäfte. Uns der kurze Spaziergang in etwa die gleiche Strecke entlang führt wie 1989, ist der Wandel deutlich zu sehen. Noch sind aber auf diesen Aufnahmen viele Häuser, Straßenzüge, Gaststätten und Geschäfte zu sehen, die es heute nicht mehr gibt. Das betrifft vor allem die Görmerstraße, in der viele Häuser abgerissen wurden, neue gebaut oder renoviert wurden. Auch wechselte im Laufe der Zeit oft das Warenangebot und die Inhaber vieler Geschäfte, wie bei der Konsumkaufhalle, in der heute die Lindenapotheke zu finden ist. Anstelle der grünen Linde entstand ein Neubau, in dem später ein großes Schuhgeschäft seine Pforten öffnete. Der H.O. Tabakwarenladen, die Kiliani-Drogerie, die Gravurwerkstatt Weiß, Schuhstahlermann und der Musikwarenladen von Freddy Schäfer sind seit mehr als 20 Jahren aus dem Stadtbild verschwunden. Hier auf dem Steinweg sind wohl die meisten Veränderungen im Vergleich zum Jahr 1989, aber auch zu heute zu beobachten. Das bezieht sich aber weniger auf die Gebäude, die mittlerweile alle frisch renoviert sind,
sondern eher auf die Geschäfte in der größten Einkaufsstraße unserer Stadt. Sehen Sie aber selbst. Lassen Sie Ihren Erinnerungen freien Lauf. An welche Läden oder Geschäfte können Sie sich noch erinnern? Was ist erst nach dem Mauerfall hinzugekommen und was ist oder war bereits im Nebel des Vergessens verloren? Ich glaube, ich bin jetzt gut vor der Wer kann sich noch an das Wäschegeschäft Klöppel erinnern? Wer kennt noch das Elektronikgeschäft Hildebrand? Oder wer weiß noch, dass neben der Mohrenapotheke im Jahre 1989 noch der sogenannte Fressex war? Viel hat sich seit diesen Aufnahmen verändert und es wird sich auch weiter verändern. Nur ob die Geschwindigkeit, die Eile dieser Veränderungen uns in unserer Stadt gut tut, wird vielleicht ein Film über das Heute in weiter Zukunft zeigen. Ganz richtig. Vieles über die Wendezeit gibt uns heute zu denken. Ob es nur der leere Sockel des Marx-Denkmales war oder die Ironie dieses Wahlplakates in der Fortenstraße. Wo wären wir heute ohne die Wende? Würden immer noch brennende Mülltonnen an der Burg stehen? Gäbe es das halb verfallene Haus in der Fortenstraße heute noch? Oder hätte die ehemalige EOS noch den Namen von Erich Weiner? Wer würde heute noch in einem Saporosch, Wartburg oder Trabi Baujahr 75 fahren und wer hätte das Geld für die Sanierung der Stadtmauer aufbringen können? Fragen, auf die auch die Kandidaten zur damaligen Wahl heute sicher keine Antwort hätten. Begeben wir uns auf den Hirschgraben und gehen in Richtung Plowach. Sehen wir uns die damals noch recht verfallenen Gartenhäuschen auf den Turmstümpfen an und genießen den Blick auf Raben- und Hospitalturm. Viele Erinnerungen sind mit den gesehenen Aufnahmen verbunden. Vergleiche mit dem Aussehen heute im Jahre 2017 können gezogen werden. Wir sollten als Mühlhäuser diese turbulente Zeit nicht vergessen. Sie ist Teil unserer Geschichte, die es in Bildern und in Filmen wie diesen zu bewahren gilt.